Die Euphorie war groß an den Aktienmärkten, nachdem Jerome Powell gestern faktisch gesagt hat, wir werden absehbar erstmal nicht mehr die Zinsen anheben. Okay, er hat auch mehr oder weniger durchblicken lassen, dass man die Zinsen erstmal nicht mehr senken wird, aber die Märkte haben erstmal das hören wollen, was sie hören wollten, nämlich es wird keine Zinsanhebung mehr geben, es sei denn, die Inflation würde mächtig steigen. Wir hatten heute die Verbraucherpreise und die Inflation steigt nicht mächtig. Das war sozusagen erkennbar in diesen Zahlen. Dann kamen noch die Apple-Zahlen über der Erwartung, Facebook-Zahlen über der Erwartung und Booms, es ging nach oben. Und alle dachten, jetzt ist doch der Ausbruch geschafft. Aber es ist eben nicht so gekommen, sondern wir sehen fallende Kurse an der Wall Street. Und das ist, man glaubt es kaum, kein purer Zufall, sondern da spielen viele Dinge mit rein, die ein bisschen angedeutet haben im Vorfeld schon, warum es da nicht mehr weitergehen dürfte. Schauen wir uns mal an, was da chronologisch heute passiert ist. Wir hatten die Meldung von chinesischen Offiziellen, ein Bloomberg-Bericht, wonach man Zweifel habe, mit Donald Trump einen langfristigen Deal machen zu können. Wunder, Wunder, das ist ja erstaunlich, weil man sagt, der ist so impulsiv, der wird dann wieder von Vereinbarungen zurücktreten. Wirklich, das hätte ich ja nie gedacht. Jedenfalls hat das die Stimmung so ein bisschen an den Märkten verdorben. Warum? Weil man natürlich jetzt glaubt, dass selbst wenn dieser Phase-1-Deal unterzeichnet wird und Trump hat heute allerhand Geschütze vorgefahren, damit dieser Glaube bestehen bleibt. Larry Kudlow heute wieder, der Schönsprecher von Trump, hat gesagt, ja, ja, läuft alles super. Trump selbst mit einem Tweet, ja, wir suchen uns einfach einen anderen Ort, nachdem dieser Chile, der APEC-Gipfel in Chile abgesagt wurde. Also er hat immer wieder versucht, diesen Handelskrieg-Optimismus wieder zu entfachen, aber es ist nicht gelungen, eben weil die Märkte jetzt ein bisschen weiterdenken und sich sagen, okay, selbst wenn wir diesen Phase-1-Deal unterzeichnet haben, der beinhaltet, dass die Chinesen Landwirtschaftsprodukte kaufen, okay, vielleicht noch so ein paar kleine Konzessionchen machen, aber, und das stand auch in diesem Artikel, eben nichts Großes an Konzessionen machen werden, nicht wirklich die strukturellen Dinge ändern wollen, die die Amerikaner fordern. Was kommt also dann, wenn selbst dieser Plastikdeal dann unterzeichnet ist und es ist dieses etwas über den Teller hinausdenken, das dann die ganze Geschichte schwierig macht? Ist das Zufall, dass diese Meldung jetzt kommt? Wenn wir uns mal diesen Chart anschauen, dann eher nicht, denn wir sehen, der S&P 500, der Leitindex, der ist direkt an die obere Trendbegrenzung gekommen. Und bumste, dann kommt die Meldung, die dann negativ die Märkte beeinflusst hat. Da sprach auch der VIX dafür, Wohlererwartung oder die in Optionen bepreiste Volatilitätserwartung auf Aktien des S&P 500. Der ist an eine langfristige Trendlinie gekommen, hier Unterstützungstrendlinie, die seit dem Jahr 2017 besteht. Wir sehen ja die Vola ganz unten derzeit im 12er Bereich gestern. Das sind schon sehr niedrige Werte. Dementsprechend war ein Rückschlag, ein technischer Impuls zumindest, ein Abprallen hier durchaus wahrscheinlich. Gucken wir uns mal nicht diese Grafik an, sondern diese Grafik an. Dann sehen wir hier den sogenannten Value Geometric Index. Das ist ein, oder das ist der Index, der praktisch alle US-Aktien gleichgewicht, wo es eben nicht gewichtet, wo es eben nicht so ist, dass eine Apple, eine Amazon und so weiter so unglaublich dominant sind. Und wir sehen, dass hier die Hochs, die der Value Geometric Index erreichte, dass die immer weiter absteigend sind. Das sehen wir hier wunderbar. Wir erreichen ein neues Allzeithoch beim S&P 500, aber dieser Index macht tiefere Hochs. Das ist kennzeichnend ein Stück weit. Wir sehen auch, dass hier die sogenannte Advanced Decline Linie nicht wirklich mitkommt. Wir sehen also, dass gar nicht so viele Aktien steigen im Vergleich zu Aktien, die fallen. Dafür, dass wir auf einem Allzeithoch sind, ist das durchaus sehr, sehr bescheiden. Und wir haben eben den Fear and Greed Index gehabt, hier bei 76. Extreme Greed, also extreme Gier, da ist extreme Sorglosigkeit der Fall gewesen. Dementsprechend sozusagen eine Art Kontraindikator, der dann ein bisschen zurückgeschlagen hat. Wird es jetzt so kommen, wie es die beiden vorigen Male gekommen ist, als die Fed die Zinsen gesenkt hat? Die Märkte steigen im Vorfeld der Zinssenkung, dann fallen sie, dann dauert es etwas und dann steigen sie wieder, dann fallen sie wieder. Jetzt sind wir massiv gestiegen, eben im Vorfeld fallen sie jetzt wieder. Das ist die große Frage, die sich jetzt eben stellt. Apropos Apple, das war ja eine Euphorie-Ding, das wir gestern gesehen haben. Die Aktie stark wieder nach oben gegangen und das nach den deutlichen Kursgewinnen in letzter Zeit. Jetzt stellt hier jemand mal die mathematische Frage. Sag mal, ist euch Folgendes aufgefallen? 2019 hat Apple
260 Milliarden an Umsatz gemacht und 55 Milliarden Dollar an Gewinn. 2018 waren es 266 Milliarden Umsatz, also 6 Dollar mehr. Und 60 Milliarden Gewinn, also 5 Milliarden Euro Dollar mehr Gewinn. Das heißt, das Jahr 2018 war deutlich besser als das Jahr 2019 für Apple. Aber gleichwohl die Aktie hier auf einem neuen Allzeithoch. Wie passt das zusammen? Faktisch zeigt sich ja, dass die iPhone-Verkäufe rückläufig sind. Und eine der möglichen Erklärungen ist schlichtweg, dass Apple eben die eigenen Aktien vom Markt wegkauft, sodass es immer weniger Angebot gibt. Hier sehen wir die Shares outstanding in Millionen. Da sehen wir jetzt, dass wir von 6,5 auf 4,5 runtergekommen sind. Also das ist schon nicht unerheblich. Gestern hat Apple ja auch gesagt, wir haben im dritten Quartal 17 Milliarden Dollar ausgegeben, um unsere eigenen Aktien zurückzukaufen. Das macht natürlich Sinn. Was haben wir noch? Wir haben hier dann natürlich noch Tweets von Donald Trump. Very disappointed in Jay Powell. Wieder sehr enttäuscht, jetzt senken die schon die Zinsen, jetzt pumpen die 120 Milliarden Dollar täglich in den Repo-Markt. Jetzt kaufen sie 60 Milliarden an kurzfristigen US-Staatsanleihen, damit Trump seine Schuldenorgie fortsetzen kann. Aber Trump is very disappointed. Das muss man erstmal verstehen. Jedenfalls war auch heute konjunkturseitig bei der Best Economy Ever, wie Trump ja gerne zu sagen pflegte. Gestern hat sich doch einiges eingebremst. Hier sehen wir den Chicago Einkaufsmanager Index, der so stark abgestürzt ist wie seit über 30 Jahren nicht mehr. Wenn wir uns diesen Fall von 65 auf 43 heute mal vergegenwärtigen, auf diesen Stand von 43, den gab es 9-mal bisher in der Geschichte dieses Chicago Einkaufsmanager Index. 8-mal war es eine Rezession, in der dieser Wert erreicht wurde. Und klar, da ist auch der Streik bei General Motors, der wahrscheinlich jetzt vorbei ist, ein Stück weit beteiligt gewesen. Aber hier ein Frühindikator, dieser schwarze Chart deutet darauf hin, dass da noch Schlimmeres auf uns zukommt, selbst wenn wir jetzt diesen Faktor General Motors mal rausrechnen. Schauen wir uns die Charts an. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones. Und wir sehen jetzt diese Bewegung nach unten. 26.925, deutlicher Druck eben hier, weil dieser Optimismus schwindet, aber eben faktisch, weil die Märkte oben angekommen waren, heiß gelaufen waren, der S&P 500 3023, der Tech-Index hält sich noch am besten heute, 8.056, der Nasdaq 100. Was macht der DAX aus dieser Geschichte? Der ist ein bisschen unter Druck gekommen. Die Charts wieder von Capital.com. Sie ahnen es, 8000. Nee, das ist nicht der DAX, wenn ich mich nicht täusche. Das ist eben nach wie vor der Nasdaq. Da ist der DAX, der ist bei 12.861, hält sich besser als die US-Indizes. Die haben schlichtweg auch mehr Fallpotenzial. Wir sehen, dass der Euro weiter deutlich über der 1,11er-Marke ist, 1,1148. Wir sehen Gold bei 1511, könnte jetzt auch nach oben gehen. Weil klar ist, die Fed wird so schnell nicht mehr die Zinsen anheben und wir sehen, dass amerikanische Crude Oil durch diesen Risk-Off-Modus, der jetzt heute der Fall ist, belastet. Also, das ist die Situation. Purer Zufall war es, dass die Kurse nicht noch weiter gestiegen sind. Ganz klar, dann kommt dann so eine Meldung, wie es der schnöde Zufall auch will und dann fallen eben auch mal die Kurse zur Abwechslung. Das Muster scheint sich vielleicht zu wiederholen, das wir eben zuletzt gesehen hatten. Es geht nach oben im Vorfreude der Zinssenkung und dann kommt die Senkung und dann geht es nach unten. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Morgen kommen die US-Arbeitsmarktdaten. Ich wünsche einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.